Die Kölner Wissenschaftsrunde ist seit 2004 als Netzwerk aktiv. 17 Hochschulen und 7 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen leisten in Köln einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Stadtgesellschaft. Mit Unterstützung der Stadt Köln und der Industrie- und Handelskammer zu Köln entwickelt und realisiert die Kölner Wissenschaftsrunde eine breite Palette von bürgernahen Angeboten. Dazu zählen Wissenschaft im Rathaus, Wissenschaft in Kölner Häusern oder die Themenwochen. Damit zeigt die KWR die zahlreichen Wissenschafts- und Wirtschaftspotenziale der Region auf und trägt dazu bei, dass eine intensive Vernetzung der Wissenschaftseinrichtungen untereinander, aber auch der Wissenschaft mit der Wirtschaft erfolgen kann. Im Rahmen der Interviewreihe Hochschulleben auf Pause – Warum Studieren in Corona-Zeiten anders ist, spreche ich heute mit Prof. Dr. Elisabeth Fröhlich. Sie ist Präsidentin der CBS International Business School und Professorin für strategisches Beschaffungsmanagement sowie Vorstandsmitglied der Kölner Wissenschaftsrunde. Frau Professor Dr. Fröhlich, was ist die Idee dieser Interviewreihe? Erstmal ganz herzlichen Dank für die nette Einleitung. Ja, die Idee hat sich im Vorstand der KWR entwickelt, weil wir jetzt ja seit über 2 Jahren in Pandemiebedingungen leben sozusagen und wir sehr viel gelernt haben über das schulische System in Deutschland, welche Herausforderungen es hat, aber über das Hochschulsystem lernen wir quasi überhaupt nichts. Da gibt es keine Informationen. Jetzt ist die digitale Transformation natürlich in der Hochschule sehr viel leiser verlaufen. Ja? Wir haben das sehr viel schneller umgesetzt, aber das heißt nicht, dass auch das Wohlbefinden der Studierenden und die Qualität der Lehre darunter nicht gelitten hat. Und wir wollen mit dieser Interviewreihe unseren Studierenden in Köln, aber auch in Deutschland eine Stimme geben, weil wir, wie gesagt, immer noch das Thema haben, dass eben das Bildungssystem in Deutschland nicht eine kritische Infrastruktur ist, also nicht systemrelevant. Und das wollen wir adressieren und hoffen, dass man uns auch zuhört, ja, und wir dann auch einige Verbesserungen für das Hochschulsystem erwirken können. Bitte beschreiben Sie die Lage der vergangenen 2 Jahre an Ihrer Hochschule. Wie hat sich das Lehren und Lernen unter Pandemiebedingungen gestaltet und mit welchem Erfolg haben sich Hybridveranstaltungen und Prüfungen umsetzen lassen? Also wie gesagt, wenn ich das einfach mal so ganz allgemein beantworte, die technische Umsetzung hat super funktioniert. Ich spreche erstmal von der Lehre. Wir sind quasi im ersten Lockdown nach einer Woche komplett online gegangen. Also wir haben die Klassenräume quasi nach Hause verlegt. Das hat sehr, sehr gut funktioniert, dank unserer IT und den Kollegen und den Studierenden. Also wir haben da alle wirklich an einem Strang gezogen und das hat super schnell funktioniert. Dann haben wir ein Dual Lecturing eingeführt. Also die CBS hat natürlich aufgrund ihrer Kleingruppen, also wir haben nie mehr als 35 Leute in einem Vorlesungsraum und dadurch konnten wir eigentlich relativ schnell wieder zurück, weil die Grenze war immer 50 Personen in einem Raum. Dann hatten wir das Dual Lecturing, das heißt, wir haben quasi die Gruppen abgewechselt. Eine Woche war die eine Gruppe am Campus, die andere Woche die andere Gruppe, dann waren wir zumindest die Hälfte des Semesters da. Am Ende dieses Semesters konnten wir dann auch schon wieder in die Vollpräsenz gehen und dann kam ja der zweite Lockdown und dann haben wir dieses, ich nenne es immer, dieses Rundum-Glücklich-Paket geschnürt, ja? Also dass man quasi in den Vorlesungssaal kommen kann, dass man online live dabei sein kann, also diese sogenannte hybride Lehre, dass der Dozent quasi mit den Studenten vor Ort, aber auch mit den Studenten online kommuniziert. Und man kann sich auch die Aufzeichnung anhören. Ja? Also die Studenten haben das sehr zu schätzen gewusst. Ja? Also wir leben aktuell immer noch in dieser Situation, weil wir so ganz aufgehoben sind ja die Corona-Beschränkungen noch nicht vom Ministerium. Von daher muss man da immer noch ein bisschen aufpassen. Und was die Prüfungen angeht, haben wir eigentlich das gleiche System. Also natürlich gab es am Anfang ein paar technische Schwierigkeiten. Ja? Wir haben ein Proctoring-System von Anfang an eingeführt. Aber da bin ich der Pandemie, auch wenn das jetzt ein bisschen sarkastisch klingt, aber ein Stück weit auch dankbar, ja, weil in Amerika ist das gang und gäbe, dass Klausuren online geschrieben werden. Ja, also das spart eine Menge Papier und Lagerraum. Ja, und ich bin schon wirklich gespannt, wie das weitergeht, aber ich hoffe, dass wir einfach in diesem Online-Format bleiben. Man kann es ja auch online on Campus schreiben, ja, aber einfach diese Papierverschwendung sollte eigentlich aufhören. Ich meine, wir haben wirklich alle sehr, sehr viele Umweltprobleme zu stemmen sozusagen und das ist da, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Beitrag. Und es ist auch von der Korrektur viel effizienter, ja, also das Lesen von den unterschiedlichen Schriften fällt weg, ja. Natürlich ist es auch herausfordernd für die Kollegen und auch für die Studierenden, weil man Klausuren anders stellen muss, ja, also man kann auch
Inhalte anders abfragen oder muss sie anders abfragen. Aber das ist ein Thema, das ist machbar und da arbeiten wir auch viel dran mit unseren Kollegen zusammen und auch mit den Studierenden, dass wir da auch Formate wählen, die dann quasi Wissen abfragen, Wissen weiterentwickeln, aber das eben in einem digitalen Umfeld. Spannend. Was ist Ihr Eindruck? Kann die digitale Kommunikation den direkten Austausch tatsächlich ersetzen? Und wie ergeht es den Studierenden dabei? Das ist jetzt eine sehr vielschichtige Frage, die klingt zwar einfach, ist aber nicht so einfach zu beantworten, weil im ersten Schritt fehlt uns einfach ein bisschen empirischer Hintergrund. Ja, also wir wissen nicht ganz genau, wie man jetzt erfolgreich digitale Lehre misst. Ja, also das haben wir noch nicht so wirklich in den letzten 2 Jahren realisieren können. Jetzt gibt es natürlich 2 Dinge. Das erste ist, der Mensch ist ein soziales Wesen. Ja? Kreativität, Innovation entsteht im Dialog. Ja? Und das fehlt natürlich in diesem digitalen Umfeld. Und die Frage ist, wie kriegt man das in so einem digitalen Kontext auch vermittelt? Ja, das ist die erste Frage. Und das zweite ist, menschliches Verhalten verändert sich immer nur, wenn man einen Nutzen daraus für sich zieht. Ja? Also sonst ändert sich der Mensch nicht. Und das kann sein, dass man zum Beispiel dass es eine höhere Wirksamkeit hat, wie zum Beispiel die Vorbereitung, was wir gerade so im Vorgespräch diskutiert haben, ja, dass man natürlich diese Aufzeichnungen nutzen kann, um sich dann besser auf eine Klausur vorzubereiten. Dann funktioniert es, wenn es eine Erleichterung ist, ja, also dass man eine emotionale oder eine zeitliche Erleichterung hat. Und das, was wir jetzt so schön immer sagen, Purpose-Driven Society, ja, wenn es irgendwie Sinn macht, ja, in dem ganzen Kontext. Und ich glaube, das ist so jetzt ein bisschen die Hauptaufgabe der Hochschule, dass wir jetzt auch diese Vorteile greifbar machen. Ja? Also nicht nur für die Studierenden, auch für die Kollegen, weil ich meine, auch in der Kollegenschaft gibt es natürlich ein bisschen Widerstand, ja, gegen diese Veränderungen, wie die Lehre jetzt halt stattfindet und wahrscheinlich auch zukünftig stattfinden wird. Jetzt muss man natürlich sagen, der Frust unter den Studierenden, der ist da. Ja? Also das sind unterschiedliche Dinge, wie zum Beispiel, dass man Angst hat, dass man länger studiert. Nebenjobs sind weggefallen, das heißt Geldsorgen, gerade die vulnerablen Gruppen der Studierenden sind dann natürlich besonders betroffen. Man hat auch Sorge, dass man nicht so schnell den Job findet, den man gerne hätte. Die ganzen Probleme der Vereinsamung, ja, Wegfallen sozialer Kontakte, das sind natürlich alles Themen, die wir jetzt nicht einfach ignorieren können. Ja. Die sind bei den Studenten da und die müssen wir jetzt auch zusätzlich zu der Qualifizierung sozusagen ein bisschen abbilden. Ja. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Ich würde gerne, ich habe in der Forschung und Lehre, ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht vor dem Interview, ja, und verschiedene Studien gelesen und habe da eine Reihe gefunden in dieser Zeitschrift Forschung und Lehre, wo man Studierende interviewt hat, also aus den verschiedensten Disziplinen. Das finde ich auch ganz wichtig, weil ich glaube, das wird auch anders wahrgenommen in den unterschiedlichen Studienbereichen. Und da gab es, ein bisschen zusammengefasst, so ein paar Punkte, die ich da ganz spannend fand. Also das erste habe ich ja schon mal erwähnt, dieser Wegfall der sozialen Kontakte. Und das ist natürlich ein Punkt, den wir an den Hochschulen jetzt wirklich nicht vergessen dürfen, nämlich der Aufbau von Netzwerken. Das ist für den Erfolg, für den beruflichen Erfolg nach dem Studium entscheidend. Und das konnten wir natürlich in dem Umfang aktuell nicht so wirklich bieten. Also da müssen wir gucken, dass wir hier auch nach dem Studium dann den Studierenden die Möglichkeit geben, sich dieses Netzwerk aufzubauen. Und man darf das auch nicht vergessen. Und das möchte ich hier auch nochmal betonen, wir lassen jetzt die ersten Masterstudenten, das ist 2 Jahre Studium, ja, in die freie Wildbahn und die haben im Zweifelsfall ihren Professor nie gesehen, ihre Kommilitonen nie gesehen und auch ihre Universität nie von innen gesehen. Und das ist etwas, was meines Erachtens auch mal politisch adressiert werden muss. Ja. In der Schule sprechen wir immer von diesen Dramen, aber da ist man 12 Jahre, ja, da kann man sowas nachholen, aber in 2 Jahren, wir können das nicht mehr nachholen. Ja. Wir können jetzt nur gucken, dass wir das in der Zukunft verbessern. Diese Einsamkeit, die damit einhergeht, der Strukturverlust, das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema, weil in der Präsenzlehre, in der klassischen Präsenzlehre, entsteht ja eine Bindung zum Fach, zu den Professoren, zur Hochschule. Aber in Zeiten von Corona tauchen die Studenten teilweise ab. Ja? Und dann verliert man diese Verbindung und wir müssen halt gucken, wie wir diese Verbindung in einem digitalen Kontext trotzdem erreichen. Ja? Oder zumindest in einer gewissen Form, damit, wie gesagt, ich habe gerade heute Morgen noch gelesen, dass jeder zweite MINT-Student sein Studium abbricht. Ja, das ist eine Konsequenz daraus. Ja, und das ist aber wichtig, weil, wie gesagt, die Digitalisierung schreitet voran. Wir brauchen diese Leute.
Das heißt, das ist gerade der Punkt. Wie kriege ich diese Bindung hin? Wie verhindere ich, dass die Studenten verschwinden, im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, die Studenten suchen natürlich die unterschiedlichen Eindrücke, die Abwechslung, ja, also das, was im Hörsaal, am Campus, ja, also unsere Studierenden zum Beispiel, die sind dann auch immer sehr traurig, weil das, was man jetzt hier bei uns in der Cafeteria, im Sockelgeschoss, in unserem Garten draußen, ja, also diese Vielfalt, die wir haben, wir haben 75 Nationalitäten am Campus normalerweise, ja, das vermissen sie natürlich, ja, diesen Austausch, sich mal zwischen den Vorlesungen dann auch zu diskutieren über das, was man gerade gehört hat, was man gerade gelernt hat, gemeinsam sich auf Klausuren vorzubereiten, auf Referate und so weiter, das fehlt natürlich. Und was ich da auch in diesen Interviews sehr spannend fand, dass die Studierenden dann auch gesagt haben, schön, dass das Land NRW sich darum bemüht hat, Diskotheken und Bars offen zu halten, ja, aber über die Universitäten hat nie jemand gesprochen. Und das ist eben genau dieser Hinweis darauf, dass wir nicht systemrelevant sind. Und dann gibt es noch einen Punkt, das fand ich auch sehr schön, dass Studenten gesagt haben, digitale Lehre ist ein Problem. Also, weil sie gesagt haben, keiner will es wirklich, ja, und da muss man sich auch als Professor ein bisschen an die eigene Nase fassen, ja, also man vermittelt natürlich auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man da nicht so ganz glücklich ist, dass man sich auch die alten Zeiten herbeisehnt, aber da müssen wir uns einfach gemeinsam in die Augen gucken und sagen, wir machen jetzt das Beste draus, ja, und wir nehmen auch das Beste hoffentlich in die Zukunft mit, und es ist natürlich auslaugend, ermüdend, wenn man den ganzen Tag vorm Bildschirm sitzt, ja, dann immer in digitalen Breakout-Sessions sitzt mit den Studierenden. Das ist eine ganz andere Art von Lernen, auf die Studierenden auch nicht vorbereitet sind. Und was man vielleicht auch nicht so unbedingt vergessen sollte, ist auch ein bisschen, dass Studierende immer wieder sagen, sie haben ein schlechtes Gewissen, ja, weil sie auch gerade, wir sind ja eine extrem internationale Hochschule, und das ist ja auch jetzt eine TH Köln oder eine Uni Köln. Ja? Und wenn man dann aber sieht, wie schlimm es andere Länder getroffen hat. Ja? Ich meine, in Deutschland leben wir immer noch so ein bisschen in so auf einer Glückseligkeitsinsel, sage ich immer. Ja? Aber wenn man dann so mitgekriegt hat, südamerikanische Studierende oder so, ja, die teilweise nicht nach Hause durften, weil ihre Eltern gesagt haben, hier bist du sicher. Ja? Wo dann wirklich Familienmitglieder verstorben sind, die jahrelang einsam in ihrem Studentenwohnheimzimmer saßen, weil es keine Kontakte erlaubt waren. Da kann ich das schon nachvollziehen, dass dann auch deutsche Studierende sagen, es ist jetzt ein bisschen nicht so fair, wenn wir da hier rumjammern, ja, obwohl es uns ja eigentlich gut geht und wir immer noch Lehre haben. In Costa Rica zum Beispiel waren die Hochschulen ein Jahr lang geschlossen, Punkt. Ja? Also da hat sich keiner drüber Gedanken gemacht, was in diesem einen Jahr passieren soll. Also da ist schon sehr viel, was wir nicht wirklich vernachlässigen dürfen, so an psychologischen Aspekten. Und ich habe eine Aussage von einer Studentin gelesen, und die würde ich auch gerne hier nochmal kurz zitieren. Manchmal stelle ich mir vor, wie ich irgendwann meinen Kindern von diesen verrückten Zeiten erzählen werde und muss trotz allem kopfschüttelnd, aber auch etwas stolz schmunzeln. Und wie gesagt, das ist exakt das, was ich auch meiner Tochter, die gerade mitten im Studium sitzt in London, auch immer wieder sage. Habe ich gesagt, ihr müsst einfach auch das Positive sehen, ihr müsst auch stolz auf das sein, was ihr jetzt erreicht habt. Ja? Ihr habt unter extrem schwierigen Bedingungen euer Studium trotzdem erfolgreich weitergeführt oder abgeschlossen. Und das ist jetzt nichts, was man die ganze Zeit beklagen sollte, sondern daraus sollte man eigentlich auch ein bisschen Selbstbewusstsein tanken und sagen, trotz dieser echt miesen Zeit habe ich vieles mitgenommen und anderes mitgenommen, was eine andere Generation nie haben wird. Ja? Und wie gesagt, ich bin ein Optimist, ich sage auch, ich meine, wir haben was zu erzählen, was wahrscheinlich so schnell keine Generation mehr zu erzählen hat. Also von daher nehmen wir das doch positiv und gucken, dass wir das Beste draus machen. Und wie gesagt, das ist halt auch ein bisschen der Sinn und Zweck für mich oder die Intention dieser Interviewreihe, ja, dass wir auch den Studierenden in Köln sagen, guckt mal die Kölner Wissenschaftsrunde, ja, wir sind ein Zusammenschluss aller Hochschulen, Universitäten, Forschungseinrichtungen in Köln und Umgebung. Wir sind die Plattform für euch, ja, wir sind da, um euch auch zu hören, ja, und wir können diesen gemeinsamen Austausch nur anbieten, dass wir hier, wie gesagt, gemeinsam diesen Transformationsprozess dann auch gestalten können. Sehr wichtiger und schöner Ansatz. Wie sieht Ihrer Meinung nach die Zukunft des Hochschulstudiums aus? Mit welchen Auswirkungen auf Leistungsbeurteilung und Berufseinstieg? Also ich habe ja schon ein paar Ergebnisse gesagt. Jetzt gibt es auch noch Studien wie zum Beispiel die CITCO-Studie von 2020,
da gibt es Ergebnisse, wie dass 39% der Studierenden erwarten, dass sie länger einen Job suchen. 31%, glaube ich, war die Zahl, glauben, dass sie ein geringeres Einstiegsgehalt haben zum Beispiel. Was mich jetzt bei diesen Ergebnissen viel mehr beunruhigt, ist zum Beispiel, dass nur 30% der Studierenden ein Auslandssemester in Erwägung ziehen. Ja? Und ich kann auch nur zu meiner Studienzeit sprechen, aber ich glaube, das ist eine der wesentlichen Erfahrungen, die man während eines Studiums macht. Ja? In einer fremden Kultur zu studieren, ein neues Hochschulsystem kennenzulernen, eine neue Sprache kennenzulernen. Also das ist extrem wichtig. Ohne das würde ich, ehrlich gesagt, kein Studium abschließen. Also auch hier, wir haben zum Beispiel unseren Studierenden ermöglicht, nach dem Studium ins Auslandssemester zu gehen, haben die Semester geschoben. Ja? Also das kann ja jede Hochschule machen, ja? Also sich dann auch diesen Bedingungen anzupassen. Aber das sollte man wirklich im Auge behalten, weil das ist eine Erfahrung, die kommt so nicht wieder. Ja? Und die sollte man wirklich in dem Zeitraum auch nutzen. Also ich habe jetzt viel über diese psychologischen Auswirkungen gesprochen, die wichtig sind. Ich meine, das ist ja klar, der Studienbereich ist eine ganz wesentliche Phase der Existenzfindung eines jungen Menschen. Ja, und wenn natürlich in dieser Phase nur Corona eine Rolle spielt, braucht man sich nicht zu wundern, dass es eben Existenz- und Zukunftsängste gibt. Ja, also das ist ein normaler Vorgang. Den dürfen wir nicht ignorieren, aber wir müssen ihn wirklich einfach mit in das System denken. Punkt. Ja, also so würde ich das sehen. Was mir einfach immer ein bisschen zu kurz kommt, und da habe ich eine Studie, muss ich mal selber schmunzeln, von Katastrophenforschern gelesen, über die Krisen, den Krisenzustand des Bildungssystems. Und da muss ich mal einen Punkt hier bemängeln. Ja? Wenn wir von Bildung sprechen, sprechen wir immer nur von Schule. Ja? Es gibt aber auch die weiterführende Bildung, nämlich die Hochschulen, ja? Higher Education, wie das so schön im Englischen heißt. Und es gibt auch die Weiterbildung. Ja? Also wir können ja auch heutzutage in einem Job, ich fange ja nicht mit 25 in meinem Job an und dann passiert nichts mehr. Ganz im Gegenteil. Ja? Wir leben in der sogenannten VUCA-World. Ja? Ich muss mich ja immer wieder weiterbilden und das hat ja auch, oder Corona hat ja darauf auch Einfluss. Und wenn man jetzt, ich treibe mich so ein bisschen um in diesem UN-Kontext, auch mit den Principles for Responsible Management Education, das ist quasi der UN Global Compact für die Hochschulen. Und da ist auch das Entwicklungsziel Nummer 4, also die UN hat Nachhaltigkeitsziele entwickelt, die man bis 2030 umsetzen sollte in den einzelnen Ländern. Und da wird auch nur das Schulsystem adressiert. Ja? Jetzt ist für mich Bildung eben diese 3 Stufen und deswegen kann man auch diese Ergebnisse aus dieser Umfrage, also ich kann das nur empfehlen, das mal zu lesen, das ist sehr, sehr spannend, dass man das auch auf die Hochschule übertragen kann oder auf das Hochschulsystem. Und ein wesentlicher erster Satz dieser Studie ist, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland direkt oder indirekt vom Bildungssystem abhängig ist. Also das muss man sich mal so langsam auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Das heißt, wenn das Bildungssystem nicht funktioniert, was es ja aktuell nicht wirklich reibungsfrei tut, ja, dann haben wir nicht nur diese psychologischen Probleme, sondern wir haben ökonomische Probleme, wir haben volkswirtschaftliche Probleme, wir haben juristische Probleme. Ja? Bildungsabschlüsse sind gefährdet, dann wir sprechen über Bildungsgerechtigkeit, ja? Das ist auch ein Thema, was durch Corona wieder extreme Schieflage gekriegt hat. Ja? Das heißt, wenn ein Bildungssystem funktionsunfähig ist sozusagen, ja, dann verliert Deutschland seine Position, seine Wettbewerbsposition im internationalen Kontext und damit geht unser aller Wohlstand ein wenig den Bach runter. Ja. Und das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also diesen Impact, den Bildung auf Wirtschaft hat. Und damit komme ich eigentlich zu meinem für mich wichtigsten Punkt, ja, diese Krisensituationen. Ja. Wir haben ja eine Krise nach der anderen, das hört ja nicht mehr auf. Ja. Und da habe ich ein sehr schönes Zitat von Joachim Wenning, das ist der Chef von der Münchner Rückversicherung, gefunden, ja, der da gesagt hat, er beschreibt, wie permanent die eine schlimmere Krise die andere schlimme Krise verdrängt, ja, also die Pandemie, die Klimakatastrophe, der Ukraine-Krieg, die Pandemie, und von Cybercrime spricht da überhaupt niemand mehr. Das Problem ist aber, diese Krisen verschwinden ja nicht, ja, und leider ist der Staat oder die Regierung schon mit einer von diesen Megakrisen völlig überfordert. Ja? Also was wir jetzt ja auch aktuell wieder mit der ganzen Thematik Energie sehen. Ja? Also ist das Wichtigste, was wir in einer Gesellschaft leisten können, gut ausgebildete Menschen. Und das ist auch unsere einzige Chance, mit diesen Krisen auf Dauer zurechtzukommen. Ja? Das heißt, wir müssen wirklich Manager
ausbilden, die krisenresistent sind sozusagen. Und jetzt, auch wenn ich jetzt von Managern spreche, das heißt nicht, dass ich jetzt nur, weil wir eine Business School sind, die Wirtschaftswissenschaften adressiere. Ja? Das ist egal, ob sie Medizin, Kunst, Naturwissenschaften studieren, ja, Lehramt. Jeder wird eine Aufgabe haben, um diese Krisen zu bewältigen. Und unsere Aufgabe, unsere vornehmliche Aufgabe als Hochschule ist es, die durch exzellente Lehre diese Ausbildung zu garantieren, ja, dass wir diese Krisen wirklich meistern können. Ja. Und das ist der einzige Weg, den ich da sehe. Und wie gesagt, da kann ich auch wieder nur, das, was eigentlich so meine tiefste Motivation ist für diese Interviewreihe, ja, ich kann da wirklich nur an die Politik appellieren, dass sie endlich Bildung als systemrelevant einstufen. Ja. Also mein traumatisches Erlebnis ist immer noch, als wir bei der ganzen Impfdiskussion in NRW nach einem Tag wieder aus der Gruppe 4 der Impfgruppe rausgestrichen wurden, weil wir nicht systemrelevant sind. Ja, also das ist eine Tragödie, aber das ist einfach ein Skandal. Ja. Weil, wie gesagt, unsere Professoren sind genauso wie Lehrer dem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt gewesen, ja, weil, wie gesagt, die jungen Leute hier haben ja noch viel mehr Corona gehabt, ja, nur eben mit weniger schlimmen Auswirkungen, in Anführungszeichen. Ja. Auch die haben auch Kinder mit Homeschooling zu Hause, ja. Die hatten den ganzen Stress mit dem Umstellen der Lehre auf digitale Formate. Also das kann man nicht einfach so ignorieren und sagen, das System ist nicht relevant, ja, oder es ist keine kritische Infrastruktur. Also das finde ich wirklich, wirklich entscheidend für den Erfolg Deutschlands in der Zukunft, ja, wenn wir das nicht wirklich endlich mal als Thema sehen. Also wie gesagt, wir haben diesen, also das ist definitiv bewiesen, wir wissen, dass das Bildungsniveau was mit Wirtschaftskraft zu tun hat und vor allem auch mit Demokratiefähigkeit. Also viele Probleme, die wir aktuell haben, ist, weil, wie gesagt, Bildung etwas gelitten hat. Wir wissen, dass die Digitalisierung Kompetenzdefizite hervorbringt. Ja? Also das liegt jetzt an uns, das entsprechend zu verbessern. Von daher, ich habe eine Vision, wie Bildung aussehen könnte an Hochschulen in der Zukunft. Ja? Für mich ist aber jetzt im ersten Schritt wirklich extrem wichtig, dass wir uns auf das Positive besinnen, ja? Dass wir sehen, was hat denn alles funktioniert. Ja? Und wenn ich jetzt das einfach nur mal zwei, drei Beispiele rausgreife, ja? Hier das Studio, in dem wir sitzen, ja? Das hätte es so schnell nicht gegeben, ja? wenn Corona nicht gewesen wäre. Wir können hier professionell Vorlesungen aufzeichnen, wir können Online-Konferenzen, ja? Wir können viel mehr Konferenzen machen an Hochschulen, weil ich nicht immer wieder irgendwo hinfliegen muss. Ich kann ja als Professor mit einem Lehrdeputat nicht fünfmal im Jahr irgendwo durch die Weltgeschichte fliegen und dann meine Studenten alleine lassen. Aber wenn das Ganze online funktioniert, wunderbar. Ja? Und das haben wir wirklich jetzt schon zwei, dreimal erfolgreich hier umgesetzt. Wir können uns Gastdozenten aus der ganzen Welt einladen und dazuschalten. Ja? Wir haben diese Screens in unseren Hörsälen. Das ist sensationell. Ja? Wir haben die technische Ausstattung. Dann sieht man dann den Kollegen aus Costa Rica. Mein Bruder zum Beispiel war mal zugeschalten. Der arbeitet für Microsoft in Seattle. Ja? Das ist total, also ich finde es schon richtig aufregend. Ja? Also dass man nicht nur die Inhalte, sondern einfach, es ist ein cooles Ambiente, wo man auch wirklich dann was mitnimmt. Oder ich habe den Prime-Kontext gerade schon aufgezeigt. Wir arbeiten jetzt im Dach-Chapter. Es gibt, Prime ist organisiert in verschiedenen regionalen Chaptern. Und wir versuchen jetzt zum Beispiel eine gemeinsame Veranstaltung im Bereich nachhaltiges Management für unsere Studenten aufzusetzen. Das heißt, jede Hochschule, jede Universität hat ja ihren Forschungsschwerpunkt. Mhm. Das heißt, Sie können jetzt als Student der CBS, ja, am Wissensstand quasi von der, vom MCI in Innsbruck, von der WU Wien, ja, von der HTW Zürich, sie können überall partizipieren. Das ist doch super. Ja? Also ich, aus meiner Sicht sollen wir aufhören, Digitalisierung zu verteufeln, ja? Sondern Digitalisierung als das sehen, was es ist, nämlich ein Instrument, unsere Lehre zu verbessern. Ja, und jetzt ist es wichtig, dass wir diesen Schwung mitnehmen, ja, und nicht jetzt wieder versuchen, in alte Muster zurückzufallen. Wir werden alle, ja, wir sind alle Präsenzhochschulen, wir werden auch alle Präsenzhochschulen bleiben. Ja. Das geht nicht, Bildung komplett digital abzubilden. Ja, das ist überhaupt nicht möglich. Dann würden wir vieles verlieren, aber wir können diese Präsenzlehre extrem verbessern und anreichern durch diese digitalen Elemente. Und was ich jetzt zum Schluss nochmal gerne sagen würde,
so ein bisschen an die Studierenden gerichtet. Ja, ich habe ja die einzelnen Ergebnisse aus den Studien auch ein bisschen zitiert. Ja, diese Angst um die Zukunft, kriegt man noch den richtigen Job, verdient man noch genügend Geld und. Ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Studierende, der Arbeitsmarkt war so gut wie noch nie. Ja. Also weil wir haben vor Corona schon den War for Talents gehabt, aber jetzt ist eine regelrechte Schlacht ausgebrochen um gut qualifizierte Leute. Also da würde ich mir jetzt mal extrem wenig Sorgen machen, sondern ganz im Gegenteil, ich würde da auch ein bisschen selbstbewusst ja, in diesen Prozess der Arbeitssuche sozusagen schreiten, weil neben der Qualifizierung an der Hochschule hat man ja auch die Qualifizierung durch Corona bekommen. Ja. Das darf man ja wirklich nicht vergessen. Man ist ja in eine Situation hinein geschubst worden, ja, aus die meisten Studenten ja relativ gut wieder rausgekommen sind. Und das ist auch etwas, was ich sehr positiv wahrnehme. Also wenn ich mit den Studierenden spreche, die haben ein sehr realistisches, vernünftiges Bild über ihre Zukunft. Ja. Und da, glaube ich, können wir alle jetzt der Kölner Universitäten und Hochschulen ein Stück weit stolz drauf sein, dass wir wirklich versucht haben, gemeinsam mit unseren Studierenden durch diese Pandemie zu gehen. Und ich, wie gesagt, ich kann hier nur das Angebot, Sie haben ja das so schön am Anfang gesagt, was die Kölner Wissenschaftsrunde alles macht. Ja, also wie gesagt, ich kann dieses Angebot jetzt nur hier aufrechterhalten, weil ich glaube, Sie können uns auch über das Studium hinaus sehr gerne erhalten bleiben. Ja, also das Angebot der KWR steht allen offen, nicht nur denjenigen, die jetzt gerade studieren. Und wie gesagt, da sind tolle Ergebnisse. Wir berichten immer quasi live aus dem, was gerade an den Hochschulen passiert, was wichtige Forschungsthemen sind, was wichtige gesellschaftliche Themen sind. Also von daher, glaube ich, können wir mit diesem KWR-Format auch ein Stück weit ein bisschen das wettmachen, was Sie vielleicht jetzt in den letzten 2 Jahren verloren haben an Netzwerken, an Inhalten. Und wie gesagt, das ist unser Angebot und auch so ein bisschen der Treiber, der hinter dieser Interviewreihe steht. Und ich hoffe, wir konnten dadurch auch ein bisschen verdeutlichen, was die KWR macht und ja, freuen uns auf den Austausch und hoffen auch, dass die Politik das hört und sich dann auch mal mit uns in den Dialog begibt und überlegt, wie wir, wie gesagt, das Bildungssystem ein bisschen prominenter platzieren können im gesellschaftlichen Leben. Ja, ganz herzlichen Dank. Dann sind wir mal gespannt, was die Zukunft so mit sich bringt. Vielen Dank Ihnen für das spannende Gespräch. Dankeschön. Im Rahmen dieser Interviewreihe werden wir noch mit weiteren spannenden Gästen sprechen, und zwar mit den KWR-Vorstandsmitgliedern Professor Dr. Claudia Bornemeyer von der Rheinischen Fachhochschule, Professor Dr. Stefan Herzig von der Technischen Hochschule Köln, Professor Dr. Axel Freimuth von der Universität zu Köln, Professor Dr. Stefan Heinemann und Professor Dr. Theimer von der FOM, Hochschule für Ökonomie und Management, und Dr. Rolf-Dieter Fischer vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Schauen Sie gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei oder auf unserer Website www.kölner-wissenschaftsrunde.de. Herzlichen Dank. Dankeschön. Danke.